Ja, liebe Freunde des Lebens, wir bedanken uns bei Johannes und Sebastian, dass sie uns eine Stunde lang schon eingestimmt haben auf ein Fest für das Leben, das wir heute hier in Berlin feiern wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich, ihr seid aus ganz Deutschland gekommen und ihr habt vor, auch in Berlin zu zeigen, dass jedes Leben zu schützen ist. Und wir freuen uns jetzt auf eine gute gemeinsame Stunde hier vor dem Kanzleramt. Und wir werden Musik hören, wir werden verschiedene interessante Gesprächspartner haben, die uns aus ihren Erfahrungen berichten. Das ist nur die Tontechnik. Und ich freue mich ganz besonders jetzt auf die Bühne zu bitten, Martin Lohmann, den Bundesvorsitzenden des Bundesverbands und Lebensrecht. Und ich weiß, er wird uns in bewährter sehr informativer Weise hier eine Stunde lang begleiten, wird informieren und ich freue mich, wenn ich ihn jetzt auf der Bühne sehen kann. Lieber Martin, und ich darf dazu bitten, die Jugend für das Leben, die uns hier helfen als Ordner und die ganze Sache permanent mit ihrer Arbeit unterstützt haben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr auch wieder in diesem Jahr dabei seid. Es ist ein wunderschönes Bild hier von der Bühne aus euch alle zu sehen und ich kann euch sagen, der Wetterbericht hat uns versprochen, das Wetter wird in den nächsten 2-3 Stunden jede Minute besser. Liebe Freunde des Lebens, vielen Dank an Mechthild Löhr, die uns hier gerade schon die ersten Worte gesagt hat. Herzlich willkommen zum 10. Marsch für das Leben. Wunderbar, dass ihr alle da seid. Es geht doch nichts über friedliche Christen, über friedliche Menschen guten Willens. Wie schön, dass ihr euch alle auf den Weg gemacht habt. Ich weiß, dass viele von euch sehr früh aufgestanden sind, um jetzt hier zu sein und heute Abend ganz spät wieder zu Hause sein werden. Ihr habt Mühen auf euch genommen, weil wir hier gemeinsam friedlich und deutlich ein Zeichen für das Leben setzen wollen. Ich bin dankbar und froh, hier in eine große Menge zu gucken, viel größer als vor einem Jahr. Gut, dass wir hier sind, dass wir den Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme verleihen. Wir sind diejenigen, so will es unsere Tradition, und der bleiben wir treu, den noch nicht Geborenen, die als lebensunwert abgetrieben wurden und Jahr für Jahr in unserem reichen Deutschland nach wie vor abgetrieben werden, weil sie nicht in den Kram passen. Sie werden getötet. Diesen Menschen geben wir eine Stimme. Wir gedenken der mehr als 100.000 getöteten kleinen Menschen, die brutal im Mutterleib umgebracht werden. Liebe Freunde, wir sind Anwälte des Lebens. Wir sind Anwälte der Freiheit, Anwälte der Toleranz, Anwälte der Liebe zu jedem Menschen. Zu jedem Menschen. Wir sind die große Ja-Bewegung in Deutschland. Eine Ja-Bewegung. Ja zum Leben. Ja zur Freiheit, ja zur Verantwortung, ja zu viel mehr Hilfe fürs Leben, ja zum Respekt, ja zur Toleranz, ja zur Liebe, ja zur Würde des Menschen. Dank an euch alle. Danke, dass ihr da seid. Aber wir danken in diesem Jahr auch besonders jemandem, der ganz nah bei uns ist, aber im fernen Rom sitzt, nämlich Papst Franziskus, der sich mit uns verbindet und der uns allen seine Segenswünsche schickt. Er hat uns mitgeteilt, niemand darf zur Wegwerfware werden. Der Mensch hat eine unverbrüchliche Würde, ob jung, ob alt, ob gebrechlich, ob gesund, ob reich oder krank, ob behindert oder nicht.
Jeder Mensch hat eine unverbrüchliche Würde. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Jeder Mensch ist liebens- und lebenswert. Jeder. Wir danken den zahlreichen Bischöfen aus den verschiedenen Kirchen, die uns Grußworte geschickt haben, die uns ermutigen und die sagen, wie wichtig dieses Zeichen in dieser Gesellschaft ist, dass wir alle hier gemeinsam geben. Wir danken den Politikern aus den verschiedenen Parteien, die uns entsprechende Grußworte geschickt haben und deutlich machen, dass es nicht egal ist, ob Menschen getötet werden. Die noch wissen, dass man eine Kultur des Lebens braucht, des Respektes und des Anstands, um wirkliche Humanität haben zu können. Als Ja-Bewegung sagen wir Ja zur Humanität, Ja zur Solidarität. Aber wir sagen auch Nein zu Hass und Gewalt. Zu jeder Form von Hass und Gewalt sagen wir Nein, weil wir Ja zum Leben sagen. Wenn an anderer Stelle gesagt wird, nie wieder Hass und Gewalt, sagen wir das hier vor dem Kanzleramt auch. Nie wieder Hass und Gewalt. Nie wieder. Wir sagen Nein zu jeder Form von Rassismus, zu jeder Form von Intoleranz und zu jeder Diskriminierung. Wir sagen auch Nein zur Christenverfolgung. Nie wieder Christenverfolgung. Nie wieder Hass und Gewalt. Nie wieder Judenhass. Nie wieder Christenhass. Nie wieder Menschenhass. Nie wieder Diktatur gegen das Leben. Nie wieder unwertes Leben. Nie wieder Euthanasie, nie wieder Unterdrückung und ich sag's nochmal, nie wieder Christenverfolgung. Wir sagen ganz deutlich, wehret den Anfängen, wehret den Anfängen. Nie wieder Faschismus, nie wieder braunes Gedankengut. Auch kein braunes Gedankengut, das rot angestrichen und lackiert ist. Der Mensch ist keine Sache. Der Mensch ist Geschöpf Gottes mit einer unsterblichen Seele und einer unantastbaren Würde und der Befähigung und der Berufung zu Leben und Liebe. Dies hier ist unsere Aktion gegen Hass und Fanatismus. Dies hier ist unser Weckruf für Liebe, Solidarität und Leben. Nein zu jeder Verunglimpfung. Hört auf, rufe ich denen zu, die das immer wieder versuchen, wenn ihr Demokraten und Menschen sein wollt, wenn ihr ernstzunehmende Menschen sein wollt, hört auf mit der Verunglimpfung. Werdet nicht zu geistigen Brandstiftern oder zu wirklichen Brandstiftern. Warum ich das sage? Ich sage es euch. In der vorvorigen Nacht gab es einen Anschlag auf unsere Bundesgeschäftsstelle. Menschen, die keine Argumente haben, haben die Räume verwüstet, die Scheiben eingeschlagen und sie brüsten sich auf ihrer Internetseite, dass sie uns einen Besuch abgestattet haben mit Hammer und Farbe. Getroffen wurden die Räume, in denen Väter und Mütter beraten werden, die Hilfe brauchen, weil sie Ja zu ihrem Kind sagen wollen. Betroffen wurde die Kleiderkammer für Babys, die wir dort haben. Es wurden Flaschen mit Farbe reingeworfen. Es ist Gewalt gegen Sachen. Das wollen wir nicht. Wir sind gegen jede Gewalt. Und diejenigen, die uns in eine bestimmte braune Ecke ziehen wollen, ich sage bewusst ziehen wollen,
denen rufe ich zu, werdet nicht zu geistigen Brandstiftern. Das wollen wir in Deutschland nie wieder erleben. Keine geistigen Brandstifter. Aber diese Gewalt in Ermangelung von Argumenten, diese Gewalt ist nichts gegenüber der schrecklichen Gewalt, die tagtäglich im Mutterleib gegen noch nicht geborene Menschen auch bei uns angewendet wird. Der feige Anschlag auf unsere Geschäftsstelle, liebe Freunde, so fängt das Böse an. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wer sein Heil am extrem linken Rand sucht und sich extrem links positioniert, für den muss der Garten in der Mitte rechts außen wirken. Logisch, oder? Aber l'extrême se touche, die Extreme berühren sich. Wir wollen das Leben, wir wollen die Freiheit. Nein zu rot lackierten Braunen, nein zu braun lackierten Roten. Diejenigen, die Hass säen, denen kann man nur raten, befreit euch aus der Umklammerung des Hasses. Das ist nämlich die Gefangenschaft durch das Böse. Befreit euch aus dieser Gefangenschaft. Emanzipiert euch. Hass tötet auch die eigene Freiheit. Hass tötet. Aber ich sage auch, und das gilt für uns, Liebe ist immer stärker als Hass. Auch wenn es nicht so aussehen mag. Aber ich sage euch, es stimmt. Liebe ist immer stärker als Hass. Wir stehen hier für einen liebevollen Umgang miteinander. Wir sind die Anwälte der Liebe, der Toleranz. Wir wollen friedvoll miteinander umgehen. Wir wollen uns respektieren, auch wenn andere das nicht verstehen. Wir bringen die Botschaft des Positiven, des Lebens in diese Gesellschaft. Und der Bundeskanzlerin hier vor dem Kanzleramt rufe ich zu, liebe Frau Merkel, passen Sie bitte auch auf, was mit den Christen in Deutschland passiert. Passen Sie auf, was mit denen passiert und wie man gegen die vorgeht, die sich für das Selbstverständlichste auf der Welt einsetzen, nämlich für das Lebensrecht eines jeden Menschen. Wehret den Anfängen. Seien Sie mutig, auch hier ein Wort zu sagen. Danke, dass Sie vor einer Woche mit anderen aufgestanden sind, um gegen Hass und Gewalt ein Zeichen zu setzen. Aber wir müssen gemeinsam, liebe Frau Merkel, ein Zeichen gegen Hass und Gewalt in jeder Form setzen. Wir müssen jetzt aufstehen, es ist Zeit, jetzt gemeinsam aufzustehen gegen Hass und Gewalt, auch und gerade hier. Sonst ist der Protest an anderer Stelle unglaubwürdig. Es gab eine Zeit, in der in Deutschland Menschen erster und zweiter Klassen degradiert wurden. Es gibt aber keine Menschen erster und zweiter Klasse. Jeder Mensch ist erste Wahl. Jeder Mensch ist erste Wahl. Und zwar in jeder Situation seines Lebens. Erste Wahl. Deshalb darf es auch keinen Schutz und keine Toleranz erster und zweiter Klasse geben, sondern immer nur erster Wahl. Wir brauchen den kompletten Schutz für die Freiheit, für alle Menschen. Wir wollen leben in einer Gesellschaft der Freiheit und des Lebens. Mit viel Solidarität, mit vielen Kinderstimmen, mit vielen Kinderstimmen. Und ich freue mich, dass so viele junge Menschen hier sind. Ich freue mich nicht nur über die Jugendlichen. Ich finde das wunderbar, auch ergraute Leute haben gerade gejubelt. Ja, ihr seid jung im Herzen, das ist wunderbar. Das ist keine Frage des biografischen Alters. Ihr seid jung im Herzen und ich freue mich aber auch über diejenigen, die noch ganz jung sind. Ich sehe einige da vorne. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid mutige junge Leute. Wunderbar, dass ihr Mut zum Selbstverständlichen habt. Wer ehrlich sein will,
Wer sich Anstand zutraut in dieser Gesellschaft, braucht weder Hass noch Gewalt noch Verunglimpfung. Wir hassen niemanden. Wir wenden gegen keinen Gewalt an. Wir verunglimpfen niemanden, denn wir wollen friedvoll und anständig sein. Und das werden wir nachher auch mit dem Marsch zum Ausdruck bringen. Wie schön, dass ihr da seid. Der Marsch für das Leben ist ein Marsch für Freiheit und wirkliche Selbstbestimmung. Denn Leben will leben. Niemand soll gedrängt werden, jemanden zu töten. Keine Mutter und kein Vater, weil er oder das Kind gerade nicht in den Kram passt. Und niemand soll auch, und deshalb weisen wir in diesem Jahr besonders darauf hin, gedrängt werden, am Ende des irdischen Lebens überflüssig zu sein oder sich entschuldigen zu müssen, dass er noch leben möchte. Nein, das brauchen wir nicht. Niemand darf zum Suizid, zum Selbstmord gedrängt werden. Niemand soll sich entschuldigen müssen, weil er vielleicht eine Last sein könnte oder zu teuer ist. Nein, wir müssen die Natur des Menschen berücksichtigen, nicht die Ökonomie des Menschen, sondern die Ökologie des Menschen. Wir sind eine Umweltschutzbewegung, die den Lebensschutz vorne anstellt. Nicht nur Leben, nicht nur Umweltschutz und Tierschutz, Menschenschutz, Schutz für jeden Menschen. Früher hat mal eine Ministerin gesagt, helfen statt strafen. Das kann man verstehen. Aber es gibt viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo wir das nicht sagen, weil wir wissen, dass Strafe Hilfe sein kann. Wir sprechen nicht über Strafe, schon gar nicht bei Fragen der Abtreibung, auch wenn uns andere das gerne unterstellen. Nein, das tun wir nicht. Ich glaube, es ist Strafe genug, die sich die Menschen da selber antun. Aber wir sagen, helfen statt töten, Hilfe statt Tod. Und am Ende des Lebens wollen die Menschen nicht durch einen Menschen sterben, sondern an der Hand eines Menschen. Nicht durch die Hand eines Menschen, sondern an der Hand eines Menschen. Und Sterbehilfe, wie sie manche deklarieren, ist gar nicht nötig aus medizinischer Sicht, weil wir mit der Palliativmedizin die Schmerzen töten können, vermeiden können. Wir müssen die Schmerzen beseitigen, aber noch nicht den Leidenden. Es gibt kein humanes Töten, aber wir brauchen die Koordinaten für ein humanes Sterben. Niemand darf zur latenten Lebensgefahr für den Nächsten werden. Kein Angehöriger, kein Neffe, keine Nichte, keine Schwester, kein Bruder und auch kein Arzt. Kein Arzt darf zur Lebensgefahr werden für den Nächsten. Wir brauchen Inseln der Humanität. Wir brauchen Inseln der Humanität, die sich ausbreiten in dem Ozean der Nichtigkeit und der Diktatur gegen das Leben. Wir brauchen Inseln der Humanität. Dafür steht jeder von uns und jeder von uns wird am Schluss dieses Marsches wieder nach Hause fahren und selber dort, wo er ist, eine Insel der Humanität weiterbauen können. Das ist wunderbar. Dann ist irgendwann ganz Deutschland eine Insel der Humanität. I have a dream. Wir werden es schaffen. Ich habe übrigens auch den Traum, dass die Polizisten, denen ich herzlich Danke sagen, dass sie uns beschützen, irgendwann nicht nötig sind. I have a dream. Ich sage der Polizei Danke für euren wertvollen Sicherheitsdienst. Aber ich habe es den Polizisten eben auch persönlich gesagt. Noch lieber wäre mir, wenn ihr gar nicht nötig wärt, wenn wir eine Kultur des Streitens hätten, die keine Angst auslöst. Und die nicht es nötig hat, dass so viele Polizisten uns beschützen. Es wäre schön, und den Traum habe ich, wenn irgendwann der Marsch für das Leben so friedvoll von den anderen wahrgenommen wird und so wenig als Aggression wahrgenommen wird, wie er wirklich ist, und die anderen nicht Angst vor dem Leben haben, sodass ein paar Verkehrspolizisten reichen würden. Das wünsche ich mir. Liebe Freunde, noch ein Satz, weil bei der Sterbehilfe immer wieder gesagt wird, es geht um Mitleid.
Da gibt es einen Politiker, der redet von der Ethik des Mitleids. Mitleid, liebe Freunde, am Schluss des Lebens ist keine Lizenz zum Töten, aber eine Lizenz zur Hilfe. So, und jetzt haben wir ein Bühnenprogramm, da freue ich mich auf interessante Gäste, auf Leute, die mit Herz und Sehnsucht hier sind und aus ihrem Leben erzählen. Zuvor möchte ich aber nochmal sagen, hat jeder von euch so eine Karte? Auf der einen Seite steht grün Ja zum Leben drauf. Wer die noch nicht hat, möge sie bitte bei den Ordnern holen. Und auf der anderen Seite steht drauf in Rot, stoppt Abtreibung, Selektion, Suizidhilfe und Euthanasie. Die könnt ihr ab und zu auch mal hochhalten. Schön, wenn jeder eine solche Karte hat. Das ist auch ein Zeichen, dass wir alle dazugehören. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und jetzt bitte ich auf die Bühne eine junge Frau, Judith Kühl, Diplom-Betriebswirtin, Mutter von drei Kindern. Sie ist einfach Teilnehmerin am Marsch. Und sie sagt einfach mal, warum sie hier hinkommt. Und wahrscheinlich tut sie das im Namen von euch allen. Herzlich willkommen. Ich bin hier, weil ich Hoffnung habe. Du hattest es gerade schon angesprochen, I have a dream. Ich habe den Traum, die Hoffnung, dass in unserer Gesellschaft ein Umdenken... dass in unserer Gesellschaft ein Umdenken kommen wird. Dass wir aufwachen und dass wir erkennen, welch himmelschreiendes Unrecht die Tötung ungeborener Menschen ist. Dass wir ideenreich Hilfe zum Leben geben, statt Hilfe zum Töten und Sterben. I have a dream. Es ist erst gut 50 Jahre her, dass Martin Luther King das gesagt hat, dass er einen Traum hat, dass Menschen die gleiche Würde, oder Menschen die gleiche Würde zugesprochen wird, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Eigentlich, ja, kann man sich das kaum vorstellen, dass es erst so kurze Zeit her ist. Wir alle dürfen heute träumen. Wir dürfen davon träumen und dürfen hoffen, dass die Würde des Menschen auch unabhängig von seinem Entwicklungsstand, sei er geboren oder ungeboren, sei er 10 Jahre oder 90 Jahre, gleich anerkannt wird in unserer Gesellschaft. So richtig gepackt hat mich dieses Thema erst, als ich bei einer Recherche für einen Artikel nach Grafiken gesucht habe im Internet. Es sollte ein Artikel für unseren Gemeindebrief sein, Thema Marsch für das Leben, Abtreibung und so. Und ich habe den Fehler gemacht und habe Abtreibung und Bilder gegoogelt. Wer 18 ist, starke Nerven hat und noch unentschieden zu dem ganzen Thema, der kann das gerne mal machen. Ich habe keine Grafiken gefunden, sondern Bilder von grausam zerstückelten kleinen Menschen. Und da kann man nicht einfach zu Hause sitzen bleiben und warten, dass von allein ein Umdenken geschieht. Da muss man, ja, da muss ich, so wie es in meinen Möglichkeiten steht, was dafür tun, dass dieses Umdenken schnell einsetzt. Dass dieses grässliche Töten endlich ein Ende hat. Dazu gehört, hier zum Marsch zu kommen. Und schön, dass Sie alle da sind. Danke, Judith. Hedwig von Beverförde begrüße ich ganz herzlich. Ihr kennt sie alle noch. Sie hat für One of Us Reklame gemacht. Sie wird uns kurz sagen, was daraus geworden ist. Sie ist auch noch die Sprecherin der Initiative Familienschutz und Entscheidung für das Leben. Aber hier sagt sie uns, was ist aus One of Us geworden? Viele von uns haben mitgemacht. Wie ist es dann in Brüssel weitergegangen und wie geht es künftig weiter? Hedwig. Danke, Martin. Ja, liebe Freunde, Sie haben alle oder ganz viele von Ihnen haben die Initiative One of Us im vergangenen Jahr ganz tatkräftig unterstützt, wofür ich Sie nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen will. Sie haben insgesamt fast 170.000 Unterschriften in Deutschland gesammelt und fast 2 Millionen in der ganzen EU. Dafür herzlichen Dank. Wie Sie leider wahrscheinlich erfahren haben, ist aber als letzte Amtshandlung der scheidenden EU-Kommission am 25. Mai diesen Jahres dieses Begehren, dieses europäische Bürgerbegehren, abgeschmettert worden. Und das ist ein Skandal. Denn es wurde mit einer sehr fadenscheinigen Begründung zurückgewiesen, dass es sozusagen gegenstandslos sei. Und das ist schon in sich nicht stimmig, da man, wenn es tatsächlich gegenstandslos gewesen wäre, dieses Begehren gar nicht hätte zulassen
brauchen. Man hat es aber zugelassen und damit eigentlich von vornherein war klar, dass natürlich eben EU-Gelder in Maßnahmen fließen, die zur Zerstörung von Embryonen führen. Und insofern ist dieses Abschmettern wirklich unglaublich. Und ich möchte Ihnen sagen, dass die Initiatoren in Brüssel, also die Initiatoren des Bürgerbegehrens One of Us, einer von uns, jetzt Klage eingereicht haben beim Europäischen Gerichtshof. Was daraus wird, das wissen wir natürlich nicht, aber sie sollen wenigstens wissen, dass wir nicht sozusagen einfach so das hinnehmen, sondern dass wir im Namen der vielen, die sich dort engagiert haben, dieses Anliegen weitertragen. Aber ganz unabhängig davon war es ein Riesenerfolg, weil es hat sich jetzt EU-weit wirklich eine vernetzte große Gemeinschaft gebildet, derer, die den Lebensschutz, das Lebensrecht auch auf EU-Ebene beachten und weitertragen. Aber ich bin heute noch aus einem anderen Grund hier. Martin hat mich nämlich eigentlich auch eingeladen, eben um etwas noch kurz zur Familie zu sagen, für die ich mich sehr einsetze mit meinen Initiativen. Er hat schon gesagt, wir sind eine Ja-Bewegung. Eine Ja-Bewegung für das Leben, eine Ja-Bewegung für Umweltschutz. Wir schützen alles Mögliche. Aber, meine Damen und Herren, der Lebensschutz, das Lebensrecht ist ganz, ganz, ganz zwingend und eng verknüpft mit dem Schutz der Familie. Denn es ist die Familie, in der all das gelernt wird, wie das Leben geht. Dort, wo das Leben geschützt wird von Anfang und auch am Ende. Er hat es ja eben schon gesagt, wir wollen an der Hand eines geliebten Menschen sterben und nicht durch die Hand eines solchen. Das heißt, die Familie ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein und das Kraftwerk, aus dem wir letztendlich alles beziehen, um diese Gesellschaft weiterzuführen, um Zukunft zu sein und um auch das Leben in allen seinen Aspekten zu würdigen und zu schützen. In diesem Sinne bitte ich Sie, auch an all den Orten, wo die Familie heute besonders angefochten ist, und das wird sie leider auch auf politischer Ebene, in den Schulen, die Kinder werden leider in den Bildungssystemen zunehmend auch einer Erziehung oder auch Desorientierung ausgesetzt, die wirklich zum Himmel schreit. Und ich bitte Sie, dort, wo es möglich ist, dagegen aufzustehen. Denn der beste Lebensschutz ist auch eben gerade der Schutz der Familie. Herzlichen Dank. Danke, Hedwig. Wir können das alle unterschreiben. Jetzt begrüße ich eine Frau mit ihrer Frau Dreher, mit ihrer dreijährigen Tochter Alina. Alina habe ich gestern Abend kennengelernt, 3 Jahre alt. Sie ist ein unglaublicher Sonnenschein. Die Frau Dreher, das wird sie gleich selber sagen, war dringend gebeten, diese Alina abzutreiben. Das hat sie nicht getan. Liebe Frau Dreher, kommen Sie auf die Bühne. Hallo zusammen und grüß Gott. Mein Name ist Anita Dreher. Ich wurde überraschenderweise und Gott sei Dank schwanger mit 48 Jahren. Habe schon einen Sohn, der ist 17 Jahre alt, der Simon. Und dann wurde mir aufgrund meines Alters und der Diagnose Trisomie 21, nachdem eine Nackenfalte gemacht wurde, nahegelegt, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Mir wurde erklärt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, das Kind zu kriegen, aber
Dieses arme Kind wird nie ein selbstbestimmtes Leben führen können, geistig und körperlich behindert. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie das so weitergeht. Und überhaupt, überlegen Sie sich das gut in Ihrem Alter und das ganze Umfeld. Die wird nie integriert sein und bla bla bla. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie es mir dabei ging. Mir ging es körperlich und psychisch nicht mehr gut. Ich habe gedacht, ich bin wirklich im falschen Film. Was wird mir da jetzt geraten? Anstelle mich wirklich zu unterstützen? Nein. Und dann war ich aber Gott sei Dank bei einem Vortrag vom Alpha. Und da habe ich dann eine Hebamme kennengelernt, die Maria Grundberger. Und die hat mich dann weitergeleitet an Menschen, die mich dann tatsächlich auch psychisch aufgebaut haben. Es gab natürlich auch ein paar Fehldiagnosen, die Gott sei Dank nicht gestimmt haben bei der Alina. Und wie Sie sehen, ist es ein sehr aufgewecktes, sehr neugieriges, sozial kompetentes Mädchen. Sie lacht alle an, sie will alles sehen, sie hat Lebensfreude und sie beschenkt uns natürlich Glück, Freude. Und ich sehe sie als den Gottessegen, ja. Für mich ist sie das Wichtigste und das Liebste, was ich habe. Und ich hätte ein Trauma bekommen, wenn ich dieses Kind abgetrieben hätte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Paare zusammenbleiben, wenn sie abgetrieben haben. Denn ich habe einige Frauen kennengelernt, da gingen dann die Partnerschaften sehr schnell auseinander. Wie gesagt, ich danke Gott, bin dankbar und freue mich, dass so viele Menschen da sind, die genauso denken und fühlen wie wir zwei, gell? Und ich kann euch sagen, wir sind absolut glückliche Eltern und ich hätte es zutiefst bereut und mein Gewissen, ja, ich bin ein gläubiger Mensch, ich glaube an Gott und für mich wäre es einfach kein Thema gewesen. Ich danke. Danke. Danke, Frau Dreher. Danke, Alina. Ihr seid ein Segen für uns. Hubert Hüppe ist Bundestagsabgeordneter der Union. Er ist einer der wenigen Abgeordneten im deutschen Parlament, der noch weiß, was Lebensschutz ist. Sage ich einfach mal so. Hubert Hüppe ist bei uns und er richtet jetzt einen Appell an uns. Und da bin ich ganz froh drum, er hat vorige Tage noch in einer Fernsehdiskussion gegen Sterbehilfe gut argumentiert. Hubert, das Mikrofon gehört dir. Ja, lieber Martin, auch wenn mir das Mikrofon gehört, ich nehme es nicht mit. Ich freue mich erstmal, dass so viele Menschen, jung und alt, behindert und nicht behindert, heute hier sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen, nicht nur an die Kanzlerin, sondern auch an das Parlament dort drüben, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht damit abfinden, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung selektiert, ausgemerzt werden durch Präimplantationsdiagnostik, durch Pränataldiagnostik, wo es nicht darum geht, den Menschen zu helfen, ihnen eine Therapie zukommen zu lassen, sondern sie auszusortieren. Und ich habe geglaubt, in Deutschland würde so etwas nie wieder legal, meine Damen und Herren. Und ich sehe vor mir ein Schild Inklusion statt Selektion. Wenn ich über Inklusion spreche, und ich war ja auch mal Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, dann werde ich schnell in eine linke Ecke gedrängt. Und wenn ich sage, Inklusion fängt schon vor der Geburt an, dann bin ich plötzlich ein Rechter. Was ich eigentlich nur will, ist, dass Menschen mit Behinderung dieselben Rechte haben wie Menschen ohne Behinderung. Dass sie mit uns leben, so wie alle anderen auch. Dass sie die Rechte haben, mit uns zu spielen, zu lernen, zu leben, zu wohnen. Alles das, was jeder von uns selbstverständlich auch will.
Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch ganz wichtig, dass wir gegen diese neuen Tests, die es da gibt, die gegen Menschen wie Alina, die gerade hier oben war, vorgesehen sind, dass die in Deutschland nicht weiter angewandt werden. Dass solche Firmen dann ihren Test noch Harmonie nennen. Das heißt, dass sie meinen, dass es nur eine harmonische Gesellschaft gibt, wenn es Menschen mit Down-Syndrom und anderen Behinderungen nicht mehr gibt. Das ist mehr als zynisch, das ist menschenverachtend. Und deswegen, meine Damen und Herren, gehe ich heute mit. Und ich gebe zu, ich hatte eigentlich schon viele andere Termine, aber der entscheidende Moment war, dass viele andere Gruppierungen, die auch aufgerufen haben, mit Gewalt gegen diese Veranstaltung vorzugehen, dazu aufgerufen haben. Und ich habe gesagt, da musst du mitgehen, damit die Menschen merken, es gibt auch noch Stimmen im Parlament, die für das Recht auf Leben sind. Und das wird sich auch nicht ändern. Vielen Dank. Danke, Hubert Hüppe, für dieses klare Bekenntnis. Dr. Michael Kiewer ist Gynäkologe, Geburtshelfer und Christ. Und den bitte ich jetzt auf die Bühne. Er hat einen Appell an die Ärzte. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ein amerikanischer Präsident sagte einmal, ich habe beobachtet, dass alle, die sich für Abtreibungen einsetzen, alle schon geboren worden sind. Und das stimmt. Es hätte sein können, vor 15 oder 20 Jahren wäre ich vielleicht auch auf dieser Demo gewesen, aber auf der anderen Seite. Und manche Argumente der Abtreibungsbefürworter, sie klingen so schön. Aber woher soll man die andere Seite auch kennenlernen, wenn wir es nicht anderen Leuten vermitteln, weitergeben? Hätte ich nicht Jesus Christus kennengelernt, würde ich vielleicht immer noch auf der anderen Seite stehen. Und mein Traum ist auch der und meine Vision, dass wir von denen, die auf der anderen Seite stehen und die sich für Abtreibung oder für das Recht auf Abtreibung einsetzen, dass wir die auf unsere Seite zu uns herüberbekommen und herüberziehen. Und ich habe auch ein Herz für die Ärzte, auch für meine Kollegen, die Abtreibungen noch machen. Denn woher sollen sie es hören und woher sollen sie es erfahren? Im Medizinstudium wird es nicht vermittelt. Das Heranführen an ethische Fragen, das Heranführen an Lebensrecht oder Abtreibung, es wird überhaupt nicht vermittelt, im ganzen Studium nicht. Und wenn man dann Arzt ist, damit konfrontiert ist, ist man auch vollkommen überfordert und man weiß gar nicht richtig, was man dort tut. Und vielleicht sind auch hier welche, die bei ihrem nächsten Arztbesuch ihre Ärzte ins Gespräch kommen, ihren Ärzten sagen, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ihre Ärzte fragen, wie stehst du dazu? Bist du für das Leben oder nicht? Eigentlich sollte jeder Arzt für das Leben sein. Eigentlich müsste es vollkommen selbstverständlich sein. In der Bibel in Sprüche 31 steht, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Öffne deinen Mund für den Stummen. Die Ungeborenen können ihre Stimme noch nicht erheben und können nicht sagen, ich möchte aber gerne leben. Ein Kind mit Trisomie 21 kann nicht sagen, aber mein Leben, so wie es ist, das möchte ich haben und ich möchte leben. Aber es ist unsere Aufgabe, hier unseren Mund zu öffnen und die Stimme, unsere Stimme zu erheben für die, die stumm sind und ihre Stimme nicht erheben können. Und es ist auch so, dass nicht der Gesunde braucht einen Arzt, sondern der Kranke braucht einen Arzt. Ich bin von meiner Berufsbeschreibung her Geburtshelfer. Eine Schwangerschaft ist noch keine Krankheit. Und der Mensch ist so geschaffen worden, dass der Mensch ist auf Beziehung orientiert. Und auch bei der Geburt braucht es einen anderen Menschen. Eine gute Hebamme, einen Geburtshelfer, der dabei ist, zu helfen, diesem Leben auf die sichtbare Welt dann zu helfen. Aber nicht ein Helfer für Tod oder für Mord. Wir sind Geburtshelfer, aber keine Tötungshelfer in diesem Sinne. Und,
und als Frauenarzt auch der Vorwurf, dass wir ja nur auf das Kind schauen, aber nicht auf die Frau, auch den möchte ich entkräften. Denn als Frauenarzt, man sieht die Frau auch ihr ganzes Leben. Man sieht Frauen, die dann unter ungewollter Kinderlosigkeit leiden, die dann dem suggeriert wurde, es sei eine Schwangerschaftsunterbrechung, aber die dann erfahren müssen, es konnte nicht unterbrochen werden, sondern es ist ein Abbruch gewesen und es gibt nie wieder vielleicht ein neues Leben. So viele Menschen leiden darunter. Und so viele Menschen leiden auch unter dieser Einsamkeit oder in den psychischen Folgen in ihrem weiteren Leben. Gerade als Frauenarzt, der sich für die Frauen einsetzt, ist diese Seite so wenig berücksichtigt. Und wenn Menschen für das Leben sind, wir sind für das Leben des ungeborenen Kindes und der Schwangeren und der Frau. Und dass wir auch Frauen wieder Mut machen und ermutigen. Ja, eine Schwangerschaft kann überfordernd sein, eine Schwangerschaft kann sehr anstrengend sein. Auch Kinder zu haben kann sehr, sehr anstrengend sein. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Aber trotzdem ist es so wunderschön und so was Einzigartiges und so was Geniales. Und jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll und geliebt. Gott macht keinen Müll, Gott macht nur Wunderbares. Und dass wir... Ja, genau. Und daher, dass wir wieder Menschen und Frauen ermutigen, für Familie, für Schwangerschaft, für Kinder da zu sein. Und genauso auch Behinderte, weil Gott keinen Müll macht oder nicht Fehler, sondern jeder Mensch ist wertvoll und geliebt von Gott, unserem Vater. Und ich möchte noch schließen mit einem Zitat von Maria Theresa, die so schön sagte, wie kann man sagen, es gäbe zu viele Kinder? Das ist genauso, als würde man sagen, es gäbe zu viele Blumen. Danke, Dr. Michael Tibor. Rudolf Gehrig ist da, 21 Jahre lang Student, voller Tatendrang. Und er richtet uns jetzt einen Appell an alle Jugendlichen. Das seid ihr ja alle, ne? Ich auch. Ja, schönen guten Tag erstmal an alle. Also ich bin nicht heute hier, um all jenen, die Abtreibung befürworten und Euthanasie, die alle anzuklagen, mit dem Finger auf euch zu deuten und Mörder zu schreien. Dafür bin ich nicht hier. Heute Nachmittag heiratet mein Kumpel. Ich hätte wirklich Besseres zu tun. Außerdem läuft ja wieder die Fußball-Bundesliga. Ich bin hier, weil ich ein Zeichen setzen möchte. Ich komme nicht damit klar, dass unsere Gesellschaft, die Menschheit, sich selbst zerfleischt und habe die ganz feste Überzeugung, dass diese Zivilisation des Todes, in der wir gerade leben, sich eines Tages selbst zerfrisst und zerfressen hat. Und wenn dann die Menschheit aufwacht und sich ganz entsetzt fragt, was haben wir denn da getan, ja? Wie konnte das passieren, dann möchte ich nicht derjenige sein, der in der Rückschau als Mitläufer, als Mittäter abgestempelt wird, bloß weil ich mich damals nicht getraut habe, den Mund aufzumachen. Und deswegen, auch wenn ich nichts machen kann, wenigstens hier sein und ein Zeichen setzen. Vielen Dank. Danke, Rudolf Gehrig. Angelika Dose, komm mal bitte nach vorne. Angelika Dose ist die Vorsitzende der Jugend für das Leben. Und die steht hinterher noch bereit. Jugendlichen treffen sich heute. Und wer sich mit ihr heute Abend treffen will und anderen Jugendlichen, mit allen anderen, genau, der möge sie ansprechen. Diese tolle Frau ist das. Die jungen Leute sollen sie ansprechen. Okay, Angelika Dose. Danke. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dr. Elisabeth Luge ist Germanistin, Mutter von 4 Kindern und Teenstar-Kursleiterin. Sie wird uns gleich kurz sagen, was Teenstar ist. Ja, einige wissen schon. Da geht es nämlich um das, was eben schon angeklungen ist, um eine vernünftige und wertschätzende Aufklärung und Begleitung. Das ist ganz wichtig. Ich habe nämlich auch den Eindruck, und ich glaube vielen von euch auch, dass diejenigen, die auf der anderen Seite sind, gar nicht aufgeklärt sind. Die wissen gar nicht, was da passiert in der Sexualität. Und deshalb brauchen wir solche Frauen wie Sie. Ja, ich bin Germanistin und habe in meiner Ausbildung gelernt, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das hat mir in meinem Leben oft geholfen, besonders auch bei der Erziehung unserer 4 Kinder. Und auch als ich feststellte, wie unzufrieden ich wurde, als ich sah, dass die Sexualerziehung immer früher beginnt. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass die
öffentliche Sexualerziehung unsere Jugendlichen nicht wirklich zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit ihrer Sexualität führt. Und deshalb habe ich ein anderes Programm, etwas Wertorientiertes, gesucht und Gott sei Dank auch gefunden. Es heißt Teenstar. Es wurde schon in den 80er Jahren in den USA gestartet, und zwar von Dr. Hannah Klaus, einer Gynäkologin, die mit Teenager-Schwangerschaften zu tun hatte. Und sie hat Teenstar gestartet als Programm, um Abtreibungen zu verhindern. Und sie hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die Jugendliche auf jeden Fall verstehen müssen. Wie entstehen Babys? Und was sind meine körperlichen Voraussetzungen dafür? Und das ist das ganz Neue und Besondere an Teenstar, die Wertschätzung dem Körper und dem neuen Leben gegenüber. Und auch der Erfolg spricht für Teenstar. Es gibt es nicht nur seit fast 40 Jahren, sondern mittlerweile in circa 30 Ländern, weltweit auf allen Kontinenten vertreten. In den letzten zwei Jahren haben circa 48.000 Jugendliche ein Teenstar-Programm absolviert. Aber der schönste Erfolg für Teenstar ist eigentlich, dass es weltweit zu keiner einzigen Abtreibung von Jugendlichen gekommen ist, die einen Teenstar-Kurs besuchen. Jugendliche, die vor diesem Programm schon sexuell aktiv gewesen sind, hören auf damit. Und Jugendliche, die vor dem Programm noch nicht sexuell aktiv waren, fangen zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich zum richtigen Zeitpunkt, damit an. Und ich möchte auch ganz kurz eine Studie erwähnen, die vor 8 Jahren auch als Buch publiziert worden ist, und zwar von Dr. Szymon Kszelak, einem Psychologen von der Universität Warschau. Und er hat viele Präventionsprogramme miteinander verglichen, und die Statistik hat ganz klar folgendes Ergebnis gezeigt, nämlich, dass Programme, die die Verhütung an die erste Stelle stellen, zu keiner Veränderung im Risikoverhalten von Jugendlichen führt, mit allen negativen Konsequenzen, die das bringt. Teenstar dagegen, das ja eine verbindliche Beziehung zwischen zwei Menschen als Voraussetzung für gelebte Sexualität sieht, vermindert das Risikoverhalten von Jugendlichen mit allen positiven Konsequenzen. Und insofern ist Teenstar präventiv vor Abtreibungen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Abtreibungen werden verhindert, wenn unbeabsichtigte Schwangerschaften vermieden werden. Wenn den Jugendlichen bewusst wird, dass sie einmal Eltern werden können, das ist ihr Fruchtbarkeitsbewusstsein. Und wenn dieses Bewusstsein gestärkt wird, nicht unterdrückt wird, dann gehen sie auch verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität um. Denn sie haben verstanden, Geschlechtsverkehr hat eine natürliche Folge. Geschlechtsverkehr hat eine natürliche Folge. Ich will noch eins sagen, ich bin noch nicht fertig. Es gibt nämlich etwas Besonderes von Teenstar. Im Vergleich zu allen anderen Sexualprogrammen. Bei Teenstar zentral ist die Wertschätzung des Menschen und des Lebens. Und Teenstar geht von der Wertschätzung des Körpers aus. Aber es bleibt nicht bei den biologischen Fakten stehen. Die bleiben an der Seite. Sondern die körperlichen Zusammenhänge werden übertragen auf die Person, denn
Die Sexualität ist nicht nur eine körperliche Angelegenheit, sondern hat auch eine geistige Dimension. Und wenn die Jugendlichen den Sinn, diesen Sinn hinter den körperlichen Vorgängen verstehen, dann geben sie auch ihrer Sehnsucht nach einer treuen, festen und immerwährenden Beziehung Raum. Denn jeder Mensch hat diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht, zu lieben und geliebt zu werden. Und dass die Jugendlichen in ihrem Leben diese Liebe finden, dazu möchte Teenstar beitragen. Danke, Elisabeth. Vielen, vielen Dank, Elisabeth Luke. Bei uns sind Terry Gensemer von den United States. Mr. Genot Deformant aus Frankreich. Er macht den Marche pour la vie in Frankreich. Und Jan de Bruyne aus den Netherlands. Ein kurzer Gruß von ihm. Greetings to all of you. I apologize that I can only speak in English, but we are very proud to be here with you to stand for life. And I have come here, I haven't understood too much of what the people have said, but I understand I have a dream. I understand. My home is in Birmingham, Alabama. Birmingham, Alabama, where Dr. Martin Luther King wrote his famous letter from a Birmingham jail. Birmingham, Alabama, where I also have a dream, and it's right now, my dream has come true as Birmingham has become the largest abortion-free city in America. God bless you. Liebe Pro-Life-Freunde, ich spreche Französisch. Je suis très fier de représenter les mouvements pro-vie français aujourd'hui ici à Berlin. Je vais vous interpréter un peu. Ah, très bien. C'est bien. Oui. Si vous répétez la première phrase. chers amis allemands pro-vie. Liebe, ich muss mich ans Mikro gewöhnen. Liebe deutsche Lebensrechtsfreunde. Je suis très fier de représenter aujourd'hui à Berlin les mouvements pro-vie de la France. Ich bin stolz darauf, heute hier in Berlin die französische Lebensrechtsbewegung zu repräsentieren. Je vous invite tous très chaleureusement à la prochaine Marche pour la vie à Paris. Und ich lade Sie gleichzeitig sehr herzlich ein zum nächsten Marche pour la vie in Paris. Elle est prévue le dimanche 18 janvier prochain, donc en plein centre de Paris. Er ist geplant für nächstes Jahr am 28. Januar mitten in Paris. Und ich darf sagen, wir sind schon mal vor ein paar Jahren mitgegangen, da waren es über 10.000 Leute, da arbeiten wir noch dran. Il est sûr que maintenant les mouvements pro-vie européens doivent travailler la main dans la main. Ich bin überzeugt davon, dass alle europäischen Lebensrechtsbewegungen Hand in Hand arbeiten müssen. Parce que beaucoup de décisions sont prises au niveau européen à Bruxelles ou à Strasbourg. Weil sehr viele Entscheidungen in diesen Bereichen mittlerweile in Brüssel und überhaupt auf europäischer Ebene, unter anderem in Straßburg, getroffen werden. Donc, chers amis, notre combat est le vôtre. Also, liebe Freunde, unser Kampf ist euer Kampf.
Et je vous remercie beaucoup. Und ich danke Ihnen herzlich. Well, ich spreche Holländisch-Deutsch. Nur eine Minute. Holland, wenn ich alle anschaut, da ist Hoffnung für Holland. Wir sind auch pro-life. Und viele, viele Grüße aus den Niederlanden von der Pro-Life Organisation. Und kommen alle, der 6. of December, nach Den Haag. Alle sind herzlich eingeladen und kann bei uns schlafen. Vielen Dank. Hartmut Steeb kommt auf die Bühne. Der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, er hat einen Traum und den wird er uns jetzt ganz kurz sagen, aber das ist so kompakt, das wird super. Es ist ja schon so viel Gutes gesagt, nur eben noch nicht von mir. Ich habe wirklich einen Traum, ich habe einen Traum einer neuen Bildungsoffensive. Ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland lernen, was im Grundgesetz steht. Die Würde... Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und ich wünschte mir, dass wir auch den Artikel 2 noch kennen. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dann wären wir in der Bildungsoffensive. Dann wären wir in der Bildungsoffensive wenigstens wieder so weit, wie unsere Vorfahren 1794. Dort stand im preußischen Landrecht in Paragraph 10, die allgemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern schon von der Zeit ihrer Empfängnis. Und in Paragraph 11, wer für schon geborene Kinder zu sorgen schuldig ist, der hat gleiche Pflichten in Ansehung der noch im Mutterleib Befindlichen. Ich wünsche mir, dass die Bildungspolitiker uns wieder zu dieser Erkenntnis führen. Danke, 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 Hartmut Steeb. Pfarrer Michael Köhler ist Gemeindepfarrer in der Evangelischen Landeskirche und ihn bitte ich jetzt zu uns. Er hat ein ganz besonderes Anliegen. Danke, Martin Luther-Lohmann, für die freundliche Begrüßung. Ich habe zwar dieselben Initialen und denselben Vornamen, aber ich bin katholisch. Das war ja Martin Luther auch mal, da gibt es eine Verbindung. Und ich heiße Matthias Köhler. Und ich Michael, danke. Wunderbar, wunderbar. Also, lieber Michael Matthias Köhler, Matthias Köhler. Liebe Freunde des Lebens, ich habe heute an diesem Tag eine ganz große Dankbarkeit in meinem Herzen und die möchte ich mit euch teilen. Erst vor wenigen Wochen, Anfang September, ist 15 Fußminuten von diesem Bundeskanzleramt entfernt, ganz offiziell ein ganz besonderes Mahn- und Gedächtnismal in unserer Hauptstadt eingeweiht worden. Endlich gibt es hier in dieser Stadt ein ganz offizielles Mahn- und Gedächtnismal für die 300.000 Opfer der NS-Euthanasie-Morde, die von 1939 bis 1945 in Deutschland und Europa umgebracht wurden, weil sie behindert waren, weil sie Tuberkulose hatten, weil sie Parkinson hatten, weil man gesagt hat, euer Leben lohnt nicht mehr. 300.000 Menschen, schätzt man, sind damals umgebracht worden, weil man gesagt hat, deren Leben lohnt nicht. Die liegen uns nur auf die Tasche und den Eltern hat man vorgelogen. Wir haben euren Kindern zu einem Gnadentod geholfen. Und am meisten macht mich betroffen, wenn ich an diesem Mahnmal stehe. Ich bin gestern Abend noch dort gewesen. Wenn ich dann sehe, dass es Personal gab, Ärzte und Pfleger aus den Einrichtungen, die damit beschäftigt waren, ursprünglich kranke Menschen zu pflegen und die sich dann vor den Karren dieser Diktatur haben spannen lassen und Menschen umgebracht haben. Ich, nach Absprache mit der Marschleitung,
möchte uns, alle, die wir jetzt hier zuhören und die Respekt vor dem Leiden und vor dem Tod dieser 300.000 Menschen hatten, die damals umgebracht wurden, weil sie anderen im Wege waren, möchte uns bitten, dass wir einen Augenblick, vielleicht eine knappe Minute des Gedenkens an dieser Stelle einlegen und unseren Respekt zeigen vor dem Leiden, das damals den Menschen zugefügt wurde. Wir haben das so abgesprochen. Alle, die Achtung vor dem Leben haben, fordern wir auf, einen Augenblick der Stille zu halten im Gedenken an die 300.000 ermordeten Behinderten des Dritten Reiches. Wir haben gesagt, wir wollen die Plakate jetzt bewusst runternehmen aus Achtung und Ehrfurcht, ruhig auch die Augen schließen und innehalten. Liebe Freunde des Lebens, möchte ich noch persönlich anfügen, was dieses Gedenken und dieser Respekt vor den Opfern der Vergangenheit für mich persönlich bedeutet. Für mich bedeutet Respekt vor den Opfern der Vergangenheit, heute nicht zu schweigen. Es macht mich traurig und es zerreißt mir das Herz, wenn heute wieder das Leben von Menschen, geboren oder ungeboren, als nicht mehr lebenswert bezeichnet wird. Wenn von einzelnen Leben und von immer mehr Leben gesagt wird, das lohnt doch eh nicht. Liebe Freunde, wir wollen heute bekennen, jedes Leben lohnt, weil es von Gott gegeben ist, weil es heilig ist. Und abschließend danke ich an dieser Stelle der Kulturstaatsministerin, Frau Professor Monika Grütters, dass sie bei der Einweihung dieses Mahnmales vor wenigen Wochen hier in Berlin gesagt hat. Diese Aktion übrigens der Euthanasiemorde hatte den Namen T4. Und sie hat gesagt, T4 sollte uns eine immerwährende Mahnung und Warnung sein. Eine Warnung davor, Ausnahmen zuzulassen, in der fundamentalen staatlichen Pflicht, das Recht jedes Menschen auf Leben zu schützen. Ich danke der Kulturstaatsministerin, dass sie diese Worte gefunden hat. Und wir wünschen uns noch mehr Politiker, die den Mut haben, das so zu sagen. Und ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche und ich weiß, hier sind viele andere Pastoren. Aber wir haben viele Träume gehört und ich habe als Pastor auch einen Traum. Wenn aus jeder christlichen Gemeinde in Deutschland der Pastor mit wenigstens 10 Gemeindegliedern hier nach Berlin kommt, dann ist dieser Platz in Zukunft zu klein. Und das ist mein Traum. Pfarrer, Bischöfe, Pastoren, steht auf für das Leben. Vielen Dank, lieber Pfarrer Matthias Köhler. Vielen, vielen Dank. An der Stelle kann ich schon mal sagen, jetzt kommt gleich noch Claudia Kaminski, die hat auch noch mal eine klare Botschaft. Aber was gerade gesagt worden ist, es gilt ja nach wie vor unser Grundsatz. Jeder, der von hier nach Hause fährt, bringt jedes nächstes Jahr mindestens einen zusätzlich mit. Das klappt seit Jahren und das soll auch in der Zukunft klappen. Denkt dran, jeder plus eins. Claudia Kaminski ist Ärztin, Dr. Claudia Kaminski und Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, Alpha. Sie hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, dass ich auch noch kurz sprechen darf und ich kann eigentlich auch direkt anknüpfen an den Pfarrer, den wir gehört haben. Wir hatten das Problem und wir stehen genau an der Schwelle, dass wir das Problem der Euthanasie wiederbekommen. Wir debattieren momentan in Deutschland genau dieses Thema, nämlich die Hilfe zum Sterben und ich möchte es einfach anders nennen, das Töten. Wir haben hier auf unseren Schildern stehen, Beistand statt Beihilfe. Wir haben gestern eine Tagung gemacht zum Thema, du sollst mich töten, kommt jetzt der ärztlich assistierte Suizid. Und ich glaube, wir müssen erstmal aufräumen mit der sprachlichen Verwirrung. Der Begriff Sterbehilfe führt in die Irre. Das, was wir wollen, ist Sterbebegleitung. Das ist medizinische Versorgung von Sterbenden, psychischer Beistand und auch die ethische, soziale und auch die religiöse Begleitung von Sterbenden.
Das ist Sterbebegleitung, nicht nur Sterbehilfe. Was wir nicht wollen, was wir definitiv nicht wollen, ist das Töten. Weder das Töten auf Verlangen, noch ärztlich assistiert, noch durch Angehörige oder Freunde oder sonstige Personen erlaubt. Wir müssen es wieder lernen, auch die Betroffenen wirklich sprechen zu lassen. Denn der Wunsch, der geäußert wird, der Wunsch zu sterben, ist nicht, ich will nicht mehr leben. Das, was uns die Hospizbewegung sagt, ist, die Menschen meinen, ich möchte so nicht mehr leben. Nimm mir meine Angst, nimm mir meine Schmerzen, dann habe ich Hoffnung und dann will ich menschenwürdig sterben und leben. Alleine hier in Berlin betreuen die Malteser im ambulanten Hospizdienst jedes Jahr 250 Menschen, die sterben und deren Angehörigen. Von denen hat auch im vergangenen Jahr nicht ein einziger den Wunsch geäußert, du sollst mich töten. Nein, sie sind alle friedlich zu Hause im Kreise ihrer Angehörigen gestorben. Wir müssen auch in die gesellschaftliche Debatte hineintragen, dass sich eine Haltung im Laufe eines Lebens und gerade auch im Sterben ändern kann. Wir haben das Beispiel gehört von einer Sängerin, die im Rollstuhl sitzt, die hilfsbedürftig ist und die selber gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte ich bestimmt gesagt, gebt mir was, lasst mich sterben, bringt mich um. Heute, wo sie im Rollstuhl sitzt, sagt sie, ich bin überrascht, was ich alles aushalte, wie groß mein Lebenswille ist. Und trotz allem, trotz allen Leids, ich will nicht sterben. Wir dürfen auch nicht vergessen, was wir unserer Gesellschaft antun. Die Suizidforschung sagt, dass 6 bis 23 Personen betroffen sind, wenn sich ein Mensch das Leben nimmt. Professor Schmidtke, der sich mit der Suizidforschung beschäftigt, sagt, Suizid ist ansteckend. Was für eine Gesellschaft wollen wir züchten? Was passiert? Was sind wir für eine Generation? Eine Jugendliche hat gesagt, wir treiben unsere Kinder ab und wir euthanasieren unsere alten, kranken und schwachen Eltern. Wollen wir das wirklich? Ich denke, lassen wir nicht zu, dass organisierter Selbstmord tötet und unsere Gesellschaft vergiftet. Ich erspare Ihnen die Zahlen, aber es ist einfach so, die Leute, die heute über assistierten Suizid debattieren, unsere Gesellschaft ist nicht genügend informiert. Wir müssen viel mehr an die Öffentlichkeit, denn über 70% der Bevölkerung sind laut einer Studie für eine Regelung, aber 57% davon sind nicht mal genügend informiert. Das heißt, es wird Druck aufgebaut. Was wollen wir eigentlich? Doch sicherlich nicht das sogenannte sozialverträgliche Frühableben oder die schleichende soziale Selbstentsorgung kranker, alter und sterbender. Ich glaube, dass jede Beförderung der Beihilfe zum Selbstmord das Signal aussendet, ihr seid eine Last. Ich denke aber, unser Ziel ist die Begleitung, die Nähe und menschenwürdiges Sterben. Wir müssen unseren Eltern, Alten, Kranken, Einsamen, auch den Menschen mit Behinderungen signalisieren, wir sind froh, dass ihr da seid und wir danken für jeden Tag eures Lebens. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir durch den assistierten Suizid auch den Helfer in Bedrängnis bringen. Denn was anderes drückt dieser Helfer aus? Ja, ich helfe dir. Ja, ich glaube, dass es besser ist, dass du stirbst. Du bist überflüssig. Der Suizidforscher Professor Schmidt sagt aber, es gibt keinen Suizid, wo es menschliche Nähe gibt. Also lassen wir Sterbende und Sterbewillige nicht allein. Geben wir ihnen Liebe, Beistand und Nähe, statt ihre Tötung zu befördern.
Ich muss mich kurz fassen, damit wir loslaufen können. Es gibt zahlreiche Forderungen. Ausbau der Palliativmedizin, Ausbau der Hospizarbeit, Anerkennung von Pflegezeit, auch für pflegende Angehörige. Wir werden immer mehr auch unsere Eltern pflegen müssen. Und sagen wir weiter, nein zur Tötung, ja zum Leben, ja zu Nähe und Begleitung und damit auch ja zu menschenwürdigem Sterben. Danke. Danke, Claudia Kaminski. Vielen, vielen Dank für diese klaren Worte. Liebe Freunde des Lebens, wir werden gleich losgehen mit unserem Marsch für das Leben. Ich sage es nochmal, wir lassen uns nicht provozieren. Wir lassen uns nicht provozieren. Und ich sage es auch ganz ehrlich gemeint, beten wir für alle Menschen, auch für die Gegner des Lebens. Beten wir für sie, dass Gott sich ihrer erbarmt. Beten wir für Erkenntnis, beten wir für liebende Herzen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, mit Blick auf die Bundeskanzlerin, Frau Bundeskanzlerin, und wenn der Herr Bundespräsident das mitbekommt, auch Herr Bundespräsident, bitte helfen Sie mit an einer Kultur des Lebens, des Respekts, der Toleranz. Helfen Sie mit durch Ihre Worte, dass wir auch in 10 Jahren, in 15 und in 20 Jahren noch das Selbstverständlichste auf der Welt tun können, nämlich für das Leben eines jeden Menschen zu werben. Jeder von Ihnen, jeder von euch, ist ein Träger des Lichtes für das Leben. Ihr seid helle, frohe Menschen. Ihr tragt das Licht des Lebens, wenn ihr nach Hause kommt, mitten in diese Gesellschaft hinein. Werdet Licht in der Dunkelheit dieser Zeit. Macht diese Zeit hell durch euer Ja zum Leben. Und wenn wir gleich losgehen, und alle auch noch die Kreuze haben, die an die umgebrachten Kinder erinnern, an die getöteten Kinder, dann wollen wir diesen Marsch wieder mit der Gelassenheit und Entschiedenheit durchführen, wie wir das all die Jahre getan haben. Es ist der 10. Marsch. Am Schluss unseres Marsches wird es einen Gottesdienst geben. Er wird geleitet von dem evangelischen Pfarrer Nielsen, Axel Nielsen, über den ich mich sehr freue, dass der unter uns ist, und die Predigt wird halten der Generalvikar des Bischofs von Regensburg, Michael Fuchs. Auch da bin ich froh, dass er da ist und dass wir diese Persönlichkeiten, diese Priester hier haben, diese Geistlichen hier haben. Ich sehe Priester und Geistliche aus verschiedenen Gemeinschaften. Ich freue mich, dass sie alle da sind. Und weil eben gesagt wurde, wir hoffen, dass noch mehr Politiker irgendwann dabei sind. Ich habe entdeckt eine Europaabgeordnete, nämlich Beatrix von Storch von der AfD, die immer dabei ist. Liebe Freunde, bleiben wir auch im Gebet füreinander verbunden. Ich sage auf Wiedersehen im kommenden Jahr, am vorletzten Samstag im September, am 19. September 2015. Gut, dass es euch gibt. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass wir Ja zum Leben sagen können. Es werden Renate und Camillo gesucht von Helga. Bitte hier nach vorne kommen, Renate und Camillo. Wir formieren uns jetzt zum Marsch und das geht in diese Richtung wie immer, also rückwärts in die andere Richtung. Wir drehen uns alle um und gehen dann vorwärts und zeigen mitten in der Bundeshauptstadt, es gibt Menschen, die anderen das Lebensrecht nicht absprechen.